Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von EEP. Die letzten Folgen waren halt nur Bezug zum Thema der Steuerung irgendwo hier hinten. Oder? Nee. Irgendwo jetzt hier in dem Bereich müsste sie sein. Unsichtbarer Gleisstil. For the win. Das ist halt alles wirklich mit diesem unsichtbaren Gleisstil aufgebaut. Daher kann man das nur im 2D-Planfenster sehen. Mit den gesamten Kontaktpunkten. Und... Achso, ja. Das war ja alles standardmäßig. Wo ich hier noch die fehlenden nachrüsten muss, weil ich erst hier mit... halt mit 3 Gleisen gerechnet hatte und das hat sich jetzt halt mal auf 5 erhöht. So, hier ist alles so, wie es sein soll. Hier kommt noch einer dazu. Hier noch einer und hier noch einer. So, das ist der einfachere Steuerkreis. Der hier ist etwas komplexer, weil hier mehrere Fahrstraßen inklusive Gleiswechsel noch mit zu berücksichtigen sind. So, jetzt mache ich jetzt erstmal alle Kontaktpunkte wieder aus. Ich werde nämlich heute die eine oder andere Testfahrt mal starten. Das heißt, solange... Da muss ich erstmal nachschauen, wie war es hier mit den Schattenbahnhöfen. Der erste Messzug soll nämlich hier reinfahren. Obwohl. Mir fällt da gerade was auf. Etwas, was mir nämlich überhaupt nicht passt. Und ich glaube, den Fehler, den habe ich auch blöderweise bei allen Steuerkreisen wohl gemacht. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal die Kontaktpunkte raus, die den eigentlich hätten ansteuern sollen. Und auch die Startsequenz. Weil das normalerweise über einen eigenen separaten Steuerkreis geregelt werden soll. So, der erste Zug, den ich losschicken werde, ist einer von den kurzen hier drin, also die Abzweigung befahren sollen. Meine Stimme geht schon wieder so langsam weg. Ich hoffe mal, dass ich bis zum Ende der Aufnahme das auch durchhalte. Nicht, dass dann auf einmal meine Stimme dann weg ist. So, nehmen wir den dann zum Beispiel mal. So, hier rausfahren. Auf die Strecke. Das heißt jetzt erstmal... Der wird jetzt erstmal... Während der gesamten Messfahrten gibt es keinen Halt am Bahnhof. So viel steht schon mal fest. Und ich glaube, ich wollte auch jeden Schattenbahnhof mit diesen Wendegleisen nochmal ausrüsten. Beziehungsweise nachrüsten. Gut, ich will jetzt erstmal diese eine Messfahrt dann durchführen. Und dafür bereite ich jetzt erstmal alles soweit vor. Das heißt, es wird in die Richtung gefahren. Das heißt, es ist dieser Steuerkreis von Relevanz. Sicherheitshalber kontrolliere ich jetzt nochmal, ob auch alles so geschaltet ist, wie ich mir das vorstelle. Zeigt Fahrt an. Jetzt schaue ich mal nach, ob der hier Fahrt
Fahrt mit 60. Okay, das kann ich also vergessen. Er sollte eigentlich Ankündigung Fahrt mit 60 anzeigen. Werde ich wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen nachhelfen müssen. Eventuell muss ich halt das Signal nämlich austauschen. Nichts. Ist die Frage, habe ich dazu geeignete Signale? Ich kann mit diesem Anzeigen dran, zumindest von den modernen. Schade. Muss ich halt anders mitzuhelfen wissen. Mit Fahrzeugkontaktpunkten. Abzweigend. Nahverkehr festlegen 60. Abzweigend Durchgangszüge. Ebenfalls auf 60 festgelegt. Eigentlich schon? Nee, habe ich nicht. So, erstmal drin speichern. Und gibt es hier den ersten. Er hat mir es rausgenommen. So, das wird jetzt der erste Kontaktpunkt werden, der die Steuerung auch ansteuern soll. Soll es hier auf Abzweig stellen. Und zwar für alles, was hier durchrollt. Das nächste wäre dann ich krieg ja noch meinen Schreck meines Lebens. Ich glaube, ich mache jetzt mal alle Kontaktpunkte wieder an. Halter warten 60, das ist für abzweigend. Das ist ach ja, da ist ja dieses eine Schutzzeitsignal noch dazwischen geschaltet. So, hier gibt es gleich mal zwei Kontaktpunkte, die schon mal eine Routenfestlegung haben. Dann weiter, müsste ebenfalls hier auf der 3 liegen. Das ist nämlich diese Abzweigfahrt. Abzweig kann man sich eigentlich sogar ganz gut merken, weil hier immer auch abzweigender Verkehr hier lang fährt. So, und dann verlässt er eigentlich schon die Anlage. Nämlich noch was, was drauf ist. Nein, das ist einfach bloß besser man hat, als man hätte gewesen. So, der hat die passende Route. Damit wäre zumindest eine Fahrstraße schon mal geschaltet. So, das wäre dann für die nächsten Fahrstraßen. Das sind alles, was Durchgangszüge sind. Kann ich ja schon mal zumindest ein paar Kontaktpunkte setzen. Sehen, wir haben hier einen Nahverkehr, wir haben hier einen Durchgangsverkehr. In Form von Wendezügen, von normalen und Güterverkehr. Abzweig, alles was jetzt hier Durchgang ist. Mehr Durchgangsverkehr gibt es hier nicht. Zumindest was hier an Routen festgelegt ist.
So, hier ist dann nochmal. Das wäre dann für komplette Geradeausfahrt. Also auch wieder alles, was Durchgang ist. Ein paar mehr Tastenkürze wären hier vielleicht nicht ganz unpraktisch. Versuche jetzt halt nur damit zu erreichen, dass die Züge, also dass nicht alle immer die gleichen Steuerstrecken auslösen. Ansonsten wäre das nämlich etwas blöd. So, und der letzte müsste eigentlich allgemeingültig gewesen sein, soweit ich das in Erinnerung habe. Nee, da ist wegen Abzweigen. Nicht abzweigen, wegen Überholern. Die habe ich aber erstmal rausgenommen. Davon abgesehen werde ich sowieso normale Züge nochmal rausnehmen und dann nochmal mit Soundwagen ausgestattet wieder aufgleisen. Da jage ich die durch ein extra Programm. So viel, dass nämlich alles auch einen gewissen Klang haben. So, damit hätte ich jetzt erstmal alles, was dann für die Steuerung breit ist. Und dann könnte ich in der nächsten Folge ja schon die erste Testfahrt mal unternehmen. Die dann hier dieser Zug hier übernehmen wird. Auch wenn das erstmal nur im Abzweigen gedacht ist. Aber ansonsten würde das ja eigentlich erstmal für den Test ausreichen. Weil ich ja jetzt ansonsten, ich brauche pro Fahrstrecke ungefähr einen Zug ungefähr. Wenn alles funktioniert wie geplant, ansonsten müssten es mehrere Fahrten dann sein. Das heißt, es geht jetzt so langsam in Richtung des automatisierten Betriebes. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. An dieser Stelle war es das aber erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Part von EEP.